Servus meine Lieben, Steffen Melzer mein Name. Gibt kleine Neuigkeiten. Karl Lauterbach war wieder einmal bei Markus Lanz im ZDF zu Gast. Er verstieg sich in eine Orgie des Selbstlobes, wurde allerdings jäh unterbrochen und zwar von keinem Geringeren als Heribert Brandl. Der war viele Jahre bei der sogenannten Alpenrafta, mit anderen Worten Süddeutschen Zeitung, als Chefredakteur aktiv und im Übrigen ist der Mann keine Laufkundschaft. Der war Richter und Staatsanwalt, also ein Jurist mit zweiten Staatsexamen. Der ist dem Bundesgesundheitsminister jäh in die Parade gefahren. Näheres gleich im Anschluss. Bis gleich. Wir wären noch besser gewesen, wenn es nicht also diese ständige Politisierung der Maßnahmen gegeben hätte, im Sinne Querdenker, Wissenschaftler sagen, das ist alles nicht so gefährlich, das ist so gefährlich wie eine Grippe und so weiter und so fort, dann wären wir noch besser durchgekommen. Okay. Da sind doch Sie mit dran schuld, dass es die Querdenker gab, in der Art und Weise, wie Sie Kritik abgebügelt haben, wie Sie Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker bezeichnet haben.